Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen AFK-Kicker für euch. Und zwar dieses Script kickt die Leute halt dann, die jetzt die gewisse Zeit lang AFK stehen vom Server. Und das werden wir jetzt einmal zeigen. Ja. Ich gehe dazu halt einmal ganz kurz AFK. Und dann sehen wir uns das Ganze jetzt auch mal an. Wir bekommen vor 30 Sekunden, also bevor wir gekickt werden, eine Message, dass wir, wenn wir jetzt noch weiterhin 30 Sekunden AFK stehen, dass wir dann gekickt werden. So, hier kommt auch die Meldung schon. Die ist jetzt, so da stand halt drin, wenn du halt in 30 Sekunden nicht, so dich bewegst, dann wirst du gekickt und das wird auch jetzt gleich passieren. So, und zack, sind wir automatisiert rausgeschmissen worden. Und ja, so funktioniert das halt. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, einmal auspacken. Dann haben wir diesen Ordner hier und hier kopieren wir uns schon mal den Namen raus und gehen dann anschließend in unser Resource-Ordner. Und ja, wenn wir dann hier drin sind, ziehen wir einfach diesen Ordner hier rein. Wie gewohnt. Und gehen dann zurück in die Server-CFG oder in eine extra CFG eurer Wahl natürlich. Und wir müssen das Ganze hier dann nur noch starten, so das heißt in Search Leerzeichen und dann hier den kopierten Ordnernamen hinter einfach nur einfügen und da müssen wir das Ganze hier noch speichern und übernehmen. Übersetzt habe ich euch das Ganze schon auf deutscher Sprache natürlich und ja, da müsst ihr eigentlich nicht mehr viel machen, sondern nur noch Copy und Paste. Gut, jetzt gucken wir uns aber auch schön die Config an, denn da könnt ihr noch einiges einstellen. Ja, viel ist das halt nicht. Hier können wir das Ganze einmal zu ESX. Ne? Wenn wir ESX haben, dann müssen wir das Ganze hier ESX eintragen. Oder wenn wir QBCore nutzen, dann müssen wir das Ganze hier in QBCore eintragen. Hier könnt ihr nochmal, ob ihr die Kick-Warnung halt haben wollt, die dann kommt, könnt ihr halt ein- oder ausschalten. Dann haben wir hier noch, in wie viel Sekunden wird dieser Spieler dann gekickt, wenn er halt dann AFK ist. Ja, das könnt ihr auch auf 10 Minuten machen. Halt alles in Sekunden halt eintragen. Ja, hier, wie gesagt, alles schon übersetzt für euch. Da müsst ihr halt nichts mehr machen. Und hier ist die Time, wie lange das Notify angezeigt wird, was jetzt gerade oben so erschienen ist. Und hier ist nochmal die Kick-Nachricht, wenn wir vom Server gekickt wurden. Und ja. Sound hat jetzt nicht funktioniert, deswegen könnt ihr das Ganze auf True oder False machen. Oder ich habe den nicht gehört, kann auch sein. Gut, Leute. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and